herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen. Wir gehen nämlich zu auf den 5. Sonntag im Jahreskreis. Bleiben Sie gerne dran. Vorab wie immer, geben Sie mir gerne einen Daumen nach oben und abonnieren Sie mich gerne. Kostenlos natürlich, wenn Sie die Glocke dazu aktivieren, verpassen Sie kein weiteres Video, weil es immer eine Benachrichtigung gibt. Die erste Lesung hören wir heute aus dem Buch Hiob. Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich, wann darf ich aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, sie gehen zu Ende, ohne Hoffnung. Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Die Worte, die wir heute gehört haben, sind schon sehr schwierig und wir müssen insgesamt den Kontext dieses Ausschnitts betrachten und generell auch uns ein bisschen mit Hiob auseinandersetzen. Auch mit Hiob dem Buch, nicht nur mit der Person. Es geht um einen Ausschnitt, der dem sogenannten Dialogteil entnommen ist. Was ist der Dialogteil? Es handelt sich dabei um Aussagen oder Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden. Es ist ja so, dass Hiob erstmal ein wunderbares Leben hat, nie irgendwelche Probleme hat, der total im Stand der Gnade ist, würden wir sagen. Also jemand, der ganz innig mit Gott verbunden ist. Und dann beginnt eben eine Zeit des Prüfens. Wie stark ist sein Glaube wirklich? Ist er noch genauso innig mit Gott verbunden, wenn es ihm schlecht geht? Und dann kommen ja ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Er verliert seine Kinder, sein Haus, er wird krank, er verliert einfach alles. Und dann beginnt eben diese Zeit des Ringens, in der er mit verschiedenen Erklärungsmodellen konfrontiert wird durch seine Freunde. Also dann wird gesagt, ja, schau mal, bist du vielleicht selber schuld, dass das passiert ist? Ist das die Folge deiner Sünde? Und dann kommen so verschiedene Dinge, die sie mit denen sie sich im Dialog auseinandersetzen. Und eigentlich ist es im Grunde auch wieder Versuchung. Es ist der Böse, der hinter den Freunden Hiob versucht, diese Dinge schmackhaft zu machen. Vielleicht ist es deine Schuld. Wie wär's, wenn du Gott aufgibst? Wie wär's, wenn du aufgibst, dich selbst aufgibst und so weiter? Das sind ja die ganz normalen Versuchungen, die Einflüsterungen des Bösen. Und dann ist es immer so in diesem Dialogteil, dass auf diese Impulse der Freunde, sag ich mal, Hiob eine ausführliche Antwort gibt. Und eine dieser Antworten hören wir heute im 7. Kapitel, aus dem wir jetzt auch schon den Text selbst gehört haben. Und so ist es hier also, dass er sich mit der Theodizee-Frage auseinandersetzen muss. Deshalb ist dieser Text für uns sehr anspruchsvoll und auch emotional anstrengend, weil wir alle ein Lied davon singen können. Das Leben besteht nicht nur aus schönen Zeiten, sondern auch wir erleben Leidenssituationen, bei denen wir manchmal eine Antwort darauf haben. Nur manchmal. Und ganz oft dieses Leiden, diese Unannehmlichkeiten, diese Umwege in unserem Leben zutiefst als sinnlos erscheinen. Und wir keine Antwort darauf haben. Die Antworten, die Hiob so gibt, das ist schon gleichsam philosophisch. Sie haben das heute bestimmt auch jetzt gehört, in diesem Teil, dass er sehr weisheitlich antwortet. Und dass das Ganze uns sehr erinnert an ein anderes Buch, das von einem frommen Realisten geschrieben ist, nämlich das Buch Kohelet. Und es gibt sogar einige Wendungen in diesem Text, den wir gehört haben, die sogar entsprechen dem, was in Kohelet steht. Alles der Reihe nach. Hiob betrachtet sein gesamtes irdisches Dasein und er umschreibt dann eben sein Leben, wie es jetzt auch ist, in diesem ganzen Zustand, als einen einzigen Kriegsdienst, beziehungsweise als das Leben eines Tagelöhners. Das sind nicht einfach Bilder der Verbitterung. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Er ist nicht verbittert, auch wenn er damit dagegen ankämpft und auch mit sich selbst ringt.
Er ist nicht verbittert. Wir müssen diese Bilder eingehender betrachten, damit wir verstehen, was für eine scharfe Beobachtungsgabe Hiob eigentlich hat und einen sehr, sehr guten Realitätssinn. Und zwar zeigt dieses Bild des Kriegsdienstes, dass er das ganze Leben als einen einzigen Kampf empfindet. Und so ist es auch. Wir tragen einen Kampf aus, bis zum letzten Atemzug. Und was ist das für ein Kampf? Der Kampf gegen den Bösen. Es ist vor allem ein geistlicher Kampf. Der Kampf gegen gegen sich selbst, gegen das eigene Ego, gegen den Bösen und gegen die Verlockungen der Welt, der gefallenen Welt, versteht sich. Und diese Versuchungen, denen Hiob jetzt ausgesetzt ist, durch die Freunde beispielsweise, das sind ganz klar solche Angriffe, die er abwehren muss. Das ist eben dieser Kampf, den er austrägt. Auch das Bild des Tagelöhners ist nicht einfach abzutun, so als ob das einfach nur eine einzige Selbstmitleidstour des Hiob ist, sondern er hat wirklich ein gutes Bild gefunden. Was ist denn ein Tagelöhner? Ein Tagelöhner muss immer schauen, was er an dem jetzigen Tag, an dem jeweils gerade herrschenden Tag tun soll, als Tätigkeit, als Arbeit, was er eben tun kann, damit er einen Tageslohn bekommt und ja, ein Tag gesichert ist, existenziell gesichert ist. Das ist ein Leben von Tag zu Tag. Man schaut nicht, was morgen ist, man versucht wirklich heute, also wirklich am Rande des Existenzminimums, heute zu überleben. Und so ist sein Leben auch zu jener Zeit. Es ist wirklich ein Leben des Tagelöhners. Und er kann und wagt doch gar nicht, an morgen zu denken, sondern er schaut auf diesen einen Tag. Wie soll er heute überleben? Deshalb ist das ein sehr, sehr gutes Bild für ihn. Und er sieht seine eigene Armut und auch Erlösungsbedürftigkeit. Er sieht, dass er ganz angewiesen ist auf Gott. Und deshalb greift er das Bild des Knechtes auf. Der Knecht, der nach Schatten lechzt, der nach Erquickung sich sehnt, einfach einmal aufatmen zu können in dieser Leidenssituation. Er ist ganz abhängig von Gottes Güte. So versteht sich Hiob in dieser ganzen Situation. Er ist abhängig, wie der Tagelöhner von seinem Tageslohn abhängig ist. Er greift viele Bilder auf. Wie gesagt, das ist sehr weisheitlich, auch gerade Bilder aus der Natur. Und es erinnert uns auch an das Buch Kohelet, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn wir zum Beispiel lesen, dass das Leben als Hauch beschrieben wird. Dort heißt es ja auch gerade in den einleitenden Worten, Windhauch, Windhauch, alles Windhauch. Wenn wir hier die Wendung lesen, Monde voll Enttäuschung, dann müssen wir diese Monde auf einen bestimmten Zeitraum beziehen. Gemeint ist der Monat, denn innerhalb eines Monats also durchläuft der Mond alle Mondphasen. Das ist gemeint. Also die Monate sind voll von Enttäuschung. Was wir hier also alles sehen, ist ein einziges Ringen. Ein Ringen mit sich selbst, alles, was passiert, als Gottes Willen anzunehmen, auch wenn man das nicht versteht. Und gerade Hiob muss das lernen, weil er jemand war, der sein Leben lang gute Zeiten hatte. Er hatte alles, er hatte ein Leben in Fülle. Und da fiel es ihm leicht, Gott zu glauben und ganz voller Eifer diese Gottesbeziehung zu leben. Und nun ist es an der Zeit zu lernen, das auch in schweren Zeiten zu tun. Es fällt ihm nicht leicht, ganz klar. Und deshalb redet er auch von Unrast, bis es dämmert, also dass er nicht schlafen kann, dass er nicht zur Ruhe kommt. Er geht sogar davon aus, dass sein ganzes restliches Leben dauerhaft so sein wird und dass es nie wieder gute Zeiten geben wird. Er sieht also sozusagen kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist ein Zustand, den er hier ganz bildreich und ausführlich beschreibt, aber wir dürfen das nicht verstehen, dass er sich in Selbstmitleid suhlt. Es ist eine ganz normale Ausdrucksweise, so wie wir das auch in den Klagepsalmen haben, dass man das Gott hinhält. Dass man es Gott hinhält, wie es einem geht, was man durchmacht. Er ringt mit sich, aber er gibt nicht auf und er verzweifelt nicht. Wir lesen den Ausgang vom Buch Hiob und dort ist es so, dass Gott Hiob alles wieder gut machen wird, wenn er dann diese Bewährungsprobe tatsächlich bestanden hat. Und das alles ist wirklich
für uns ein ganz realistisches Vorbild. Denn wir alle machen schwere Zeiten durch und wir alle müssen dann kämpfen gegen dieses Verlangen, alles aufzugeben, mit Gott zu brechen, zu hadern und zu verbittern. Das ist der größte Kampf, den wir austragen müssen in schwierigen Zeiten. Aber diese schwierigen Zeiten sind auch wieder Zeiten der Chance. Wichtig ist, dass wir, so wie Hiob, nicht verzweifeln, nicht aufgeben, nicht hart und verbittert werden, sondern uns gerade in diesen Zeiten an Gott klammern, den Kontakt zu ihm suchen, den Dialog mit ihm in erster Linie aufrechterhalten und dann tausendfach entschädigt werden und vor allem aus dieser Situation mit einem gestärkten Glauben herausgehen. Beten wir nun Psalm 147. Halleluja! Ja, gut ist es, unserem Gott zu singen und zu spielen. Ja, schön und geziemend ist Lobgesang. Der Herr baut Jerusalem auf. Er sammelt die Versprengten Israels. Er heilt die gebrochenen Herzens sind. Er verbindet ihre Wunden. Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft. Seine Einsicht ist ohne Grenzen. Der Herr hilft auf den Gebeugten, er drückt die Frevler zu Boden. Der Psalm ist ein einziger Lobpreis an Gott. Er besagt, dass das Lob Gottes angemessen ist, unabhängig davon, wie es uns geht. Ganz unabhängig von der Befindlichkeit des Preisenden. Die Gründe für das Lob werden hier ganz klar aufgezählt. Gott baut Jerusalem auf und versammelt die Versprengten Israels. Das ist natürlich historisch wörtlich zunächst natürlich auf den Aufbau der Stadt nach dem Exil zum Beispiel gemeint, die Rückkehr derer, die vertrieben worden sind, den Aufbau auch des Königtums, das eben zusammengebrochen ist. Es gibt ja zwei Königreiche irgendwann dann. Das meint aber auch im geistigen Sinne weitergedacht die Kirche, die von Christus aufgebaut wird. Ganz nach seinem Willen und zwar auf seinem Felsen, den er sich dafür ausgesucht hat, Matthäus 16, wo er Simon Barjona eben diesen Namen gibt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Er versammelt die Versprengten und das ist dann eben nicht mehr nur auf die in der Diaspora leben zu beziehen, die Israeliten, die ins Exil gingen, sondern auch das Volk Israel im übertragenen Sinne, sondern auch das Volk Gottes, die Kirche. Christus, der sich aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen Menschen ersucht, die ja zu diesem Reich gehören. Und zwar Juden und Heiden gleichermaßen, nicht mehr nur Menschen aus den 12 Stämmen. Er sammelt sie durch seine Verkündigung und die Kirche führt dies weiter in seiner Nachfolge. Christus ist von Stadt zu Stadt gezogen und hat das Reich Gottes gepredigt. Und das tut die Kirche mit ihrer Verkündigung weiter in seiner Nachfolge. Christus baut auch moralisch betrachtet den Tempel des Heiligen Geistes im Menschen wieder auf, das innere Jerusalem, unser Herz. Und das tut er, indem er den Menschen die Chance zur Umkehr gibt. Und er tut das vor allem, indem er sie wieder zurück zu sich bringt, wenn sie durch ein gottloses Leben, durch Sünde, wie auch immer, sich von ihm entfernt haben. Und auf welche Weise tut er das? Indem die Menschen durch ihr schlechtes Gewissen wieder zurück zu Gott geführt werden. Und wie kommt der Sünder, der durch die Sünde im Exil außerhalb des Standes der Gnade gelandet ist, wieder zurück? Das natürlich durch das Sakrament der Beichte. Deshalb ist es so wunderbar und ein großes Geschenk und ein Segen, dass wir dieses Sakrament haben. Wir dürfen zurück in das Herz des Vaters. Und am Ende der Zeiten, dann haben wir auch den anagogischen Sinn dieser Schriftstelle, am Ende der Zeiten wird Gott die Versprengten zu sich ins himmlische Jerusalem führen, was das Himmelreich ist. Und zwar, wenn er dann gar keinen Tempel mehr braucht, weil er ganz selbst in ihrer Mitte wohnen wird, im himmlischen Jerusalem. Diese Verheißung, die eben noch aussteht am Ende der Zeiten, diese haben wir schon ansatzhaft mit Jesu kommen auf die Erde erfahren. Und feiern das eben sakramental in der Kirche, die schon ja, der sichtbare Teil hier auf Erden des Reiches Gottes ist. Jesus hat wirklich geheilt, körperlich und
seelisch. Er hat viele Menschen getröstet, ihre vielfältigen Wunden geheilt. Wenn wir an die blutflüssige Frau denken, die nicht nur von ihrem körperlichen Leiden geheilt worden ist, sondern zugleich in die Gemeinschaft, also in die Gesellschaft zurückgeführt worden ist, die ja immer unrein war kultisch, die gar nicht gottesdienstfähig war, die jetzt wieder kultfähig gemacht ist und wieder mit Menschen in Kontakt treten darf. Wenn wir an den Aussätzigen denken, dem es genauso ging, oder den vielen Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Und wir denken auch an Hiob, den Gott heilen und trösten möchte, den er wieder aufrichten wird nach dieser streng umgrenzten Zeit der Bewährung. Und vor allem, dieses Wirken Gottes ist auch heute erfahrbar. Jesus wirkt auch heute. In erster Linie heilt er seelisch. Die Sakramente und Sakramentalien, die Kirche gibt, sind wunderbare Heilsmittel, durch die Menschen geheilt werden. Und es gibt auch körperliche Heilungen, auch heute. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Das ist nicht, worum es in erster Linie geht, sondern der Trost und die innere Aufrichtung. Wenn wir an das Sakrament der Krankensalbung denken. Und doch gibt es natürlich Krankenheilungen als Charisma auch heute. Und all das steht nicht im Widerspruch zum Buch Hiob, der aufgrund einer extremen Leidenssituation gegen die Versuchung ankämpft, sich selbst die Schuld zu geben, eben diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, von dem ich schon oft gesprochen habe, sich dagegen wehren muss, Gott die Schuld zu geben oder eine vorschnelle Erklärung für sein Leiden zu finden, sich aufzugeben, die Beziehung zu Gott aufzugeben. Vielmehr ist ja auch Hiob dazu berufen, Gott die Ehre zu geben in seiner Situation, in jeder Situation. Und das wird er natürlich umso besser tun können, wenn die Zeit der Bewährung vorbei ist. Hören wir nun die Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, gebührt mir deswegen kein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch von meinem Anrecht aus dem Evangelium mache. Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wir hören heute einen wunderbaren Ausschnitt aus dem Korintherbrief, in dem Paulus sein Brennen, seinen Eifer für das Evangelium herausstellt. Das tut er natürlich auf rhetorische Weise. Das heißt, wenn er von einem Zwang spricht, wenn er meint, dass er das eben nicht aus freiem Willen tut und so weiter, dann ist das natürlich rhetorisch gemeint. Er tut das natürlich auch aus Überzeugung und weil er das selber auch tun möchte. Man kann ja nicht evangelisieren und missionarisch wirken, wenn man nicht selber davon überzeugt ist, was man da sagt. Also natürlich tut er das nicht gegen seinen Willen. Das ist aber nicht gemeint, sondern er kann nicht anders. Er kann nicht anders, weil ihn das so, ja, so packt, was er erlebt hat, diese Begegnung mit dem Auferstandenen und damit verbunden natürlich die absolute Überzeugung von seiner Botschaft, von seinem Evangelium. Das steht dahinter, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Brief und das ist eine rhetorische Wendung. Er ist also nicht natürlich so, und das ist eben der Fehler, wenn man daraus eine Lehre macht und dann sagt, ja, Paulus ist gegen den freien Willen des Menschen. Es gibt solche, die das so gelesen haben. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber daraus hat sich eine ganze Religion entwickelt. Paulus sagt, dass er eben das Evangelium verkündet, dass das nicht sein Verdienst ist. Er verdient deshalb auch gar kein Lob dafür, dass er das Evangelium verkündet, sondern er sagt, ein Zwang liegt auf mir. Es meint wirklich dieses Brennen in seinem Herzen, das ihn dazu bringt, es in die Welt hinauszutragen. Er kann nicht anders, als das eben mit jeder Faser seines Daseins zu verkünden, weil es ihn durch und durch entzündet hat. Es heißt hier, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das erinnert uns natürlich an Jeremia,
der ja aufgrund der Botschaft Gottes insgesamt viel zu leiden hat, der sich zum Buhmann macht, weil er durch seine vor allem Gerichtspredigt und Bußpredigt sehr unbeliebt macht bei den Menschen seiner Zeit. Und doch kann auch Jeremia nicht schweigen. Auch er hat dieses Brennen in seinem Herzen, das ihn dazu bewegt, weiterzumachen. Wir müssen aber, wie gesagt, diesen Zwang rhetorisch verstehen. Kein Mensch setzt ihn unter Druck, auch Gott setzt ihn nicht unter Druck oder bedroht ihn, wenn er das nicht tut, dass er ihm dann was antut. Sondern wir müssen das griechische Wort Ananke an dieser Stelle in der Gesamtheit der Bedeutungsmöglichkeiten verstehen. Und Ananke heißt nicht nur Zwang im Sinne von jemand zwingt mich über meinen Willen hinweg etwas von mir zu verlangen, sondern auch kann man Ananke übersetzen mit Notwendigkeit oder mit natürlichem Bedürfnis. Und das Brennen des Herzens, das ist ja wie ein körperliches Bedürfnis, ein körperliches Phänomen, das hier beschrieben wird, aufgrund dessen Paulus evangelisieren muss. Das können wir natürlich insgesamt auch auf den Geplagten der ersten Lesung zurückbeziehen, auf Hiob. Auch der kann ja nicht anders als an Gott festzuhalten, obwohl er in seinem Namen viel erleidet. Er tut es nicht als Prophet, sondern dadurch, dass er sehr, sehr geprüft wird, aber er bleibt dran, anstatt alles aufzugeben. Und weil Paulus, um den es hier ja jetzt geht, aufgrund dieses Drangs verkünden und evangelisieren muss, erwartet er auch keinen Lohn dafür. Gott hat sein Herz entzündet, er hat ihn beauftragt und die Evangelisierung ist ein Dienst. Der ist ihm anvertraut worden und sein Lohn besteht darin, dass er es unentgeltlich verkündet. So sagt er es hier. Es erinnert uns daran, was Jesus zu seinen Aposteln gesagt hat, als er meinte, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. In diese Richtung müssen wir hier auch das Wirken des Paulus verstehen. Dass er überhaupt evangelisiert, ist wie ein Sklavendienst. Jesus sagt an anderen Stellen, der Sklave wird doch auch nicht, wenn er von der Arbeit, also vom Feld kommt und dann der Hausherr ihm sagt, mach mir Essen oder so, dann sagen, also dann einen Lohn erwarten, sondern das ist ja sein Dienst. Das ist seine Aufgabe. Und dann wird er ja eher sagen, ich unnützer Sklave, nicht, warum sagst du mir nicht Danke? Und das ist eben die Haltung, mit der die Apostel mit diesem ganz besonderen Sendungsbewusstsein evangelisieren sollen. Sie sollen nichts erwarten. Das heißt nicht, dass sie nichts bekommen dürfen. Das darf man nicht falsch verstehen, so nach dem Motto, wenn sie Geld bekommen, dann ist das eben gegen Gottes Willen. Gemeint ist, sie sollen nichts erwarten. Und sie sollen sich ganz hingeben. Sie sollen nichts zurückhalten. Sie sollen wirklich das Ganze als Sklavendienst verstehen. Und deshalb wäscht Jesus ja auch genau an diesem Abend, genau in dieser Situation, den Aposteln die Füße, an dem er das Weiheramt einsetzt, als er die Eucharistie einsetzt, mit dem Zwölferkreis die Eucharistie stiftet. Paulus ist also zu so einem Diener geworden, der den anderen gleichsam die Füße wäscht, also in verschiedenen Tätigkeiten. Aber das ist gemeint, Sklavendienst. Und er tut das alles, um so viele wie möglich zu retten. Und die Absicht seines Wirkens ist die Teilhabe an der Verheißung Jesu Christi. Er möchte natürlich auch selbst gerettet werden. Sein Ziel ist das ewige Heil. Wenn er hier sagt, dass er allen alles wird, damit wenigstens einige gerettet werden, dann ist damit nicht gemeint, dass nicht die Erlösung und Rettung für alle bestimmt ist, sondern dass, auch wenn er sich komplett hingibt, natürlich nicht alle sich, also diese Botschaft annehmen. Das liegt daran, dass der Mensch einen freien Willen hat und der Mensch sich auch gegen Gott entscheiden kann. Und das wiederum liegt nicht in seiner Hand. Er kann nicht gegen den Willen jener, die er evangelisieren will, ja, den Glauben so aufzwängen, das kann er nicht tun. Und deshalb, dass wenigstens wenige gerettet werden, wenigstens einige das annehmen, dafür tut er alles. Paulus ist uns auch ein Vorbild, so wie Hiob uns ein Vorbild ist, in dem Festhalten an Gott, auch in den gerade in den Leidenssituationen, so ist Paulus uns ein Vorbild in seiner absoluten Selbsthingabe. Er ist den Menschen alles geworden. Und so sollen wir den Menschen alles werden und uns nicht scheuen,
uns ganz zu verschenken, denn wenn wir alles geben, gibt Gott uns mehr als das, was wir gegeben haben, zurück. Er gibt uns alles, alles, wirklich alles. Kommen wir nun zum Evangelium und dort schließt sich der Kreis, gerade was die Selbsthingabe anbelangt. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Wir haben die vorausgehende Episode letzte Woche gehört und dort ist es ja so gewesen, dass Jesus einen Exorzismus vorgenommen hat. Und jetzt direkt nach diesem Exorzismus geht Jesus mit seinen Jüngern zu Petrus nach Hause, beziehungsweise Petrus und Andreas. Und das Ganze findet ja in Kapernaum statt. Dort tut Jesus nun ein weiteres Wunder. Wir haben es gehört, er heilt jemanden körperlich. Das ist hier eine der ersten Heilungen körperlicher Art, die im Markus-Evangelium berichtet werden. Wir stellen uns vor, es kommen 5 Männer bei Petrus zu Hause an, erscheinen dort und eigentlich muss die Schwiegermutter die Männer jetzt bewirten und sie liegt mit Fieber flach. Fieber bedeutet natürlich eine sehr lebensbedrohliche Situation. Es gibt noch keine Antibiotika, es gibt noch keine fiebersenkenden Mittel und so ist es natürlich eine ernstzunehmende Krankheit. Und dann tut Jesus etwas, was er öfter tut. Wir lesen davon immer wieder in den Evangelien. Und zwar, er geht zu der Schwiegermutter des Simon, nimmt sie bei der Hand, ergreift ihre Hand und richtet sie auf. Das ist typisch für Jesus. Und das ist natürlich nicht nur eine Handlung oder eine Geste aus praktischen Gründen, weil er sie so erhebt, ne, dass sie nicht mehr flach liegt, sondern das Ganze ist eine tiefsinnige Geste, die allen frommen Juden eigentlich ein Signal darstellen soll. Hier wird nämlich etwas erfüllt, was Jesaja ankündigt. In Jesaja 41 lesen wir, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dir geholfen. Und deshalb ergreift Jesus sehr oft die rechte Hand jener, denen er eine große Heilstat, an denen er eine Heilstat vollbringen möchte. So tut er es also auch mit der Schwiegermutter des Simon. Er tut das ja auch mit dem toten Mädchen an anderer Stelle, mit der Tochter des Synagogenvorstehers. Und das ist ganz typisch. Jesus ist der Herr. Gott, Vater und Gott Sohn sind eins. Und die Menschen sollen durch solche Heilstaten auch verstehen, dass Jesus Gott ist. Jesus tut das also und das Fieber schwindet. Die Schwiegermutter ist gesund und kann die Gäste bedienen und tut das auch sofort. Das ist uns eine ganz, ganz große Lektion. Gott heilt uns nicht, damit wir ein bequemeres Leben führen können. Wenn Gott uns heilt, dann hat er eine besondere Berufung mit uns. Und er tut ja auch, gerade geht es ihm ja um die seelische Heilung in erster Linie, weil es unser ewiges Leben betrifft. Die körperliche Heilung versteht sich ganz oft eben nur als Bonus. Und wenn Gott diese zulässt,
dann möchte er, dass wir durch die wiedergewonnene Gesundheit ihm dienen. Also, es geht in erster Linie darum, dass die genesene Person eine Berufung erhält und dass ihr Glaube gestärkt wird und der Glaube der Umstehenden, jener, die das mitbekommen. So ist es ja auch bei Hiob. Gott lässt zu, dass der Mann ganz in die Knie gezwungen wird, damit er lernt, dass er ganz von Gott abhängig ist und ganz sich auf Gott auch verlässt. Und dann wird auch ihm eine große Heilung geschenkt, auch körperlich. Er ist ja komplett körperlich am Ende. Und er bekommt auch eine körperliche Heilung. Er kriegt nochmal Kraft und er wird Vater von vielen Kindern. Also er bekommt wirklich auch nochmal eine große Berufung. Das Leben ist noch nicht zu Ende, entgegen seiner Erwartungen. Er hat noch ein Leben vor sich und Gott hat mit ihm einiges vor. Zurück zu Jesus. Das Ganze findet an einem Sabbat statt übrigens, also dass er die Schwiegermutter heilt. Eigentlich wäre das ja ein Grund zur Anklage, weil das ja nicht erlaubt ist. Aber er ist ja Herr über den Sabbat. Wir lesen das immer wieder in den Evangelien. Und dann kommen ja ganze Menschenmassen zu ihm. Das wiederum geschieht nach Sonnenuntergang, dass sie zum Haus des Petrus kommen und damit halten sie sich an jüdische Gesetze, der Sabbat ist vorbei. Wenn Jesus also die Kranken heilt, Dämonen austreibt und so weiter, ist kein Sabbat mehr. Aber die Heilung der Schwiegermutter findet noch am Sabbat statt. Und dann tut Jesus etwas am nächsten Tag, das wir auch sehr, sehr oft in den Evangelien lesen. Und was er immer wieder tut, im Kontext von großen Heilungen und Verkündigungen. Er zieht sich zurück. Er möchte allein sein mit seinem Vater. Warum? Nicht, weil er nicht genug Geduld hat mit den Menschen, genervt ist von dem ganzen Trubel, sondern er kommt zum Vater, um sich ganz von seiner Liebe erfüllen zu lassen. Er tankt seinen Tank wieder auf, er füllt seinen Liebestank wieder auf. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Er tut es nicht, weil er das bräuchte. Im Grunde ist er ja selber Gott. Er ist nicht begrenzt. Aber er tut es als Mensch. Und er tut es, um uns das vorzuleben, wie wir das tun sollen. Wenn von uns ganz viel Liebe abverlangt wird, und besonders viel Liebe wird uns abverlangt, wenn es uns schwerfällt, weil wir zum Beispiel unsere Feinde lieben müssen, weil wir vergeben müssen. Das ist besonders kräftezehrend. Und zwar was die Liebeskapazitäten anbelangt. Und der Mensch ist begrenzt. Der Mensch braucht deshalb immer wieder die Liebe Gottes, mit der er sich ganz auffüllen lässt, wenn sein Tank dann leer ist. Damit er aus dieser Kraft, Liebeskraft Gottes heraus dann wieder den Menschen begegnen kann. Wir sollen uns ganz in die Gemeinschaft mit dem Vater begeben, um dann wieder bereit zu sein, andere Menschen zu lieben. Das ist die große Lektion, die Jesus uns durch diese Geste hinterlässt. Die Apostel verstehen das nicht so ganz und die sind ganz voller Hektik, weil sie denken, ja, wo ist er? Das sind so viele Menschen, die wollen von ihm geheilt werden und der ist einfach verschwunden. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Petrus, sind denn der Gastgeber, ne, der Hausherr vielleicht und der Ehrengast ist verschwunden. Was für eine Reaktion das natürlich hervorruft. Weil alle Menschen dann natürlich einen Sündenbock suchen und dann ist der Gastgeber dran. Und so sind sie natürlich, sie eilen Jesus nach und das zeigt eben diese Hektik. Sie wollen Jesus zurück zu den Menschen bringen, die nach ihm suchen, die ihn aufsuchen, die sich nach ihm sehnen, die sich nach Heilung sehnen. Aber Jesus entgegnet ihnen dann etwas ganz Besonderes, nämlich, lasst uns in die anderen Dörfer gehen, in die benachbarten Dörfer. Er lässt sich von den Menschen von Kapharnaum nicht binden. Es ist nicht so, dass Jesus sich nicht ganz den Menschen schenken will. Was er hier vorlebt, ist das Leben, die Lebensweise, wie es auch die Geistlichen tun sollen. Sie sollen sich nicht an einzelne Menschen binden lassen, sondern sie sollen für alle da sein. Jesus kann nicht nur für die Bewohner von Kapharnaum zuständig sein. Er muss das Evangelium allen verkünden. Und er muss das Heil allen schenken. Es gibt auch in anderen Dörfern Menschen, die einen Exorzismus brauchen.
Menschen, die krank da niederliegen. Keiner hat also den Anspruch, einen Geistlichen, genauso bis heute, keiner hat den Anspruch, einen Geistlichen für sich zu pachten. Deshalb sind sie ja ehelos, damit sie Vater von allen werden können. Es ist natürlich gut, wenn ein Geistlicher auch Menschen hat, die ihm Rückhalt bieten und auch bestimmte Personen hat, die ihn unterstützen. Aber auch da ist natürlich diese gewisse Distanz zu wahren, auch gerade emotional sich nicht an Menschen zu binden. Denn Gott leiht uns diese Begegnungen. Er leiht sie uns aus. Und so wie er sie uns schenkt, so nimmt er sie auch eines Tages. Und wenn wir uns zu sehr abhängig machen von diesen Menschen, dann werden wir in ein Loch fallen. Und so wie Jesus sich zurückzieht, so soll auch der Geistliche ganz in die Kontemplatio gehen. Zuerst ganz in Gott versunken sein und sich von seiner Liebe erfüllen lassen, um dann daraus hervorgehend sich den Menschen liebend zuzuwenden. So soll jeder priesterliche Dienst sein. Und dann wird auch alles, was sie dann tun, ein segensreiches Tun sein, fruchtbar werden. So zieht Jesus also nun durch ganz Galiläa, er lehrt in den Synagogen, das heißt, er legt dort vor allem die Schrift neu aus, mit Vollmacht, wir haben es letzte Woche ja gehört. Es wird auch explizit gesagt, dass er Dämonen austreibt, was ein wichtiger, großer Dienst ist, den Jesus ausübt, weil das eine messianische Heilstat ist, die schon die Propheten ankündigen werden. Und diese Heilstat ist deshalb so besonders, weil die Herrschaft Gottes gegenüber dem Reich des Teufels signalisiert wird. Also Gott bricht die Macht des Bösen. Durch den Exorzismus wird also den Menschen gezeigt, das Reich Gottes ist angebrochen, dem Bösen bleibt nicht mehr viel Zeit. Und anhand der Exorzismen, die gerade im Markus-Evangelium so betont werden, sieht man am eindrücklichsten, wie Jesu Befreiung aus der Sklaverei der Sünde zu verstehen ist. Er will in erster Linie unsere Seele retten, uns befreien aus den Zwängen des Bösen. Deshalb ist übrigens auch ein Exorzismus das erste Wunder, das Jesus im Markus-Evangelium tut. Heute haben wir sehr, sehr viele Verhaltensweisen kennengelernt, verschiedene Vorbilder kennengelernt oder nochmal uns vor Augen geführt und die uns zeigen, wie wir in jeglicher Situation die Beziehung zu Gott aufrechterhalten soll. Es geht immer um die Beziehung zu Gott. Ob wir in absoluter Leitsituation sind und uns da gerade an Gott klammern sollen, ob wir in absoluter Höchstform drauf sind, wirklich total voller Freude und voller Jubel, so wie es im Psalm der Fall ist. Wir sollen uns ganz verschenken, weil wir keine Angst haben müssen, leer auszugehen, weil Gott uns mit allem beschenkt. Er beschenkt uns nicht mit allen Gaben, damit wir uns eine Schatzkammer bauen können, in der wir die Schätze nur für uns behalten, sondern natürlich, damit wir sie verschenken, als Sklaven einen Dienst tun für ihn, so wie das der heilige Paulus uns auch in der zweiten Lesung vorlebt und auch erklärt. Und wie Christus ganz ausgehend von der Liebe des Vaters sich den Menschen zuwendet, so sollen auch wir uns ganz aus der Liebe Gottes schöpfend den Menschen hingeben. Und auch wir, die getauft sind, zwar nicht geweiht, aber getauft sind, haben einen Sendungsauftrag. Und auch wir sollen missionarisch wirken durch unser Leben, gerade auch durch die tätige Liebe. Gott verleiht uns in Freud und in Leid alles, was wir brauchen. Ich wünsche Ihnen allen diese Gottesgemeinschaft, diese Innigkeit mit Gott, dass Sie immer mit allem ausgestattet sind, was Sie brauchen, unterwegs in das Himmelreich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.